Dafür hat mich das Spiel dann echt zu krass enttäuscht. So, warte. So. Spiele ich echt die 100%? Definitiv. Scheint, es müsste ich das tatsächlich aus der Höhle ausmachen. Ich dachte mir, einmal in meinem Leben muss ich mir die Mario 100% gönnen. Das muss einfach mal drin sein. Das muss jeder Nintendo Let's Player irgendwann mal gemacht haben. Daher ist das jetzt meine Zeit. Das ist jetzt die Zeit, dass ich das irgendwie mache. Mehr oder weniger erfolgreich. No! Ach, das gibt's nicht. Ach, Jenny, da sind wir schon zu zweit. Ich zweifle auch ganz doll dran. So, pass auf. Speed Mode hier. Na bitte. Da, 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 da. Sehr gut. Okay, was sagt denn die Chart zurzeit? Die Chart sagt, sieht gut aus. Ja, warte, wir müssen noch hier. Geht wirklich mit der Metallkappe? Ich habe das ja mit einer anderen gemacht. Wie viele Kappen gibt es denn da? Wie man, dass man das noch anders machen kann? Man kann ihn doch einfach durch Schwimmen holen. Das habe ich nie geschafft, das mit dem Schwimmen zu machen. Ach stimmt, mir fehlen noch diese ganzen roten Sterne in der Bowser-Welt und in der, in der grüne Schalter-Welt. Okay, hier war ja jetzt immer das Problem, dass das Spiel mega anfängt zu laggen, wenn du halt in diese Area kommst und dieses U-Boot siehst aus irgendwelchen Gründen. Und sehe da, es laggt nicht mehr. Es ist wundervoll. Was für ein schönes Spielerlebnis einfach. So, easy. Jetzt können wir theoretisch Bowser besiegen, aber wir müssen leider noch das andere Ding da machen. Und dann kommen wir tatsächlich langsam zu dem Teil des Spiels, den ich selber noch nie gespielt habe. Also nie so richtig. Damn. Lass mich einfach. Ah!
Okay, das war auf jeden Fall schon mal falsch. Das ist gut zu wissen. Wie wär's mit der hier unten? Nope. Okay, na bitte. Wie wäre es jetzt mit der hier? Keine Ahnung. Oh, fantastisch. Das ist dann wahrscheinlich nicht die hier als nächstes, oder? Nope. Oh, bitte. Komm schon, die dumme Muschel, Alter. Einfach fucking Contact Damage, ne? Wer hat das erfunden? Haha. So, fehlt jetzt noch die letzte da oben und dann ist alles super. Was jetzt mega der Struggle wird, komm. Rudi, nicht da rein. Wir haben es geschafft. Nicht in den Strudel, nicht in den Strudel. Ich glaube, nichts Gutes passiert, wenn du in den Strudel schwimmst. Bam, okay. Nice. Für 100 Münzen muss ich alle Münzen sammeln, die es da gibt. Ja, dann macht euch bereit für einen gemütlichen, langen Stream. Holt euch was zu snacken, wird eine Weile dauern. Auch das fand ich damals mega cool. Wie du da einfach in jede Ecke rennen kannst und abhängig von der Ecke, in der du oder der Position, wo du da reinrennst, wird halt dieser Welleneffekt einfach anders abgespielt, Mann. Mega gut. Oh, war nicht auch mit dem Dude hier irgendwas? Wo du durch diese Teile da schwimmen musstest? Nice, war tatsächlich so. Mega gut. Technik einfach aus dem Jahre 4000 so. So, irgendwas war auch noch mit dem Fisch da unten, glaube ich. Mit dem musstest du auch irgendwas machen. Oder? Hat das dieselbe Engine wie Mario 64? Oder wie auf dem Nintendo 64 sehe ich da? Ja. Das Ding ist, das Spiel kam in Japan nochmal in einer geupdateten Version raus, wo sie halt einige Bugfixes gemacht haben und ich glaube, das war's. So viel haben sie da gar nicht gemacht, sondern Rumble mit hinzugefügt. Und das ist halt jetzt die Version, die wir hier bekommen haben. Diese verbesserte, geupdatete Version. Aber ja, prinzipiell ist das dieselbe Engine wie auf dem Nintendo 64.
Schlimme Version. Weißt du, alle Leute der Welt würden sich sagen, so, boah, geil, Bugfixes, endlich ist das Spiel ein bisschen besser als vorher. Und alle Mario 64 Leute kollektiv so, ah. Stimmt, sie haben So Long Gay Bowser rausgenommen. Und, ja, du kannst halt manche Speedrunning-Tricks nicht mehr machen. Wer ist Gay Bowser? Das ist eine lange Geschichte. Am besten nutzt du Google dafür. Die werden dir das ausführlichst erklären. Das Pinguin-Baby wurde nicht runtergeschmissen, weil wir fucking Respekt vor dem Leben haben. Außer vor meinem eigenen. Wieder mal relatable Content. Wie komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Damit fängt es halt schon an. Ach, man muss erst Bowser besiegen und dann ändert sich der Kurs. Gott, ich hasse das, wenn ich in so Level zurückkehren muss einfach. Es halt gibt nichts, was mich mehr auf die Palme bringt. Komme ich deswegen auch nicht hier hin? Doch, tue ich. Okay. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass es geht, aber dass es halt sau schwer ist. Von daher, fuck it, was soll's. Holen wir uns den Stern da vorne, gehen kurz Bowser killen und dann gehen wir wieder rein. Gut. So, los geht's. Fix Bowser besiegen. Sehr gut, Alter. Hey Luigi, hey Gaming Launch, was geht ab? Könnte man hier nicht irgendwie so voll sich so hochhacken, indem man die Wandsprünge macht? Damn, knapp.
Hier muss tatsächlich darüber. Das ist halt einfach zu knapp gerade für mich. Das ist einfach zu crazy, was hier abgeht. Schade. So, los geht's. Wow. Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als ein Schwarm Stubenfliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Halt, das Bowser-Theme... schon krass einfach. Das ist halt schon richtig, richtig, richtig nice. Oh, warte, falscher Knopf. Jedes Mal wieder. So long, Game Bowser. Ach, man muss ihn auch noch einmal treffen. Ich dachte zweimal. Oder dreimal. Wow, du hast schon wieder gewonnen. Wow. Hast du dich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte den Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Erstmal einen ordentlichen Poggers raushauen hier. So, wow. Damn. Einfach nur... Was geht eigentlich hier auf Instagram ab, dass ich da 1000 Nachrichten bekomme? Oh, gar nichts. Okay. Hat auf jeden Fall nichts Wichtiges. So. Bowser ist fucking dead. Zeit, dass wir den Rest jetzt machen. Folge dem Fetisch. Stell dir einfach vor, das Spiel hätte einfach Missable Stars, so. Wie fucking witzig das wäre. Du könntest einfach nur 119 von 220. 119 von 120 holen, weil einfach irgendwo irgendwas nicht geht und kotzt einfach die ganze Zeit. Erinnert mich an die Zeit, wo ich Banjo-Kazooie Let's Played habe, by the way. Wo ich einfach nicht alle Noten holen konnte, weil es in dem Spiel einfach einen Bug gibt, irgendwie. Oh, wie ging der denn nochmal? Der war einfach mega dumm. Oh, ich weiß es nicht mehr. Es war einfach richtig crazy, Alter, wie das funktionierte. Jetzt mal hier rüber. Oder auch nicht, weil springen ist schwierig. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie man aus dem Wasser rauskommen soll. Einfach Sprung mashen, bis man draußen ist anscheinend. Oh mein Gott. Okay, nehmen wir die da hinten. Die sehen ein bisschen humaner aus. Muss ich da rüberspringen oder kann ich einfach runtergehen? Okay. Das war alles, was ich wissen wollte.
hasse Depth Perception, Alter. Dass man nie sehen kann. Ist das jetzt weit weg von mir? Ist das nicht so weit weg von mir? Funktionieren meine Augen? Die Puzzleteile, durch die Puzzle waren die Noten irgendwann weg, weil man die Szene in der Welt gezeigt hat und die Noten gespeichert wurden und nicht immer resettet, wenn die Welt neu betrat. Ja, irgendwie sowas. Dass wenn du diese Puzzle gemacht hast, du diese Noten gesehen hast und ich glaube, die Noten wurden dann tatsächlich auch von der CPU, die da rumrennt, eingesammelt. Und dann hat das Spiel die halt als gesammelt abgespeichert und weil die sich nicht resetten, wenn du die Welt verlässt, im Gegensatz zu Mario 64 hier, galten die Noten als eingesammelt und konnten nicht mehr gesammelt werden, was halt mega fucking witzig dann einfach war. Obwohl, die haben es nicht lang, ne? Muss ich nämlich dann gleich an das andere Ding daran. Oh, das wird richtig lustig. Oh, okay, ich dachte, die wären woanders, aber gut. Machen wir das halt so. Welche Quest kann man denn in Ocarina of Time verpassen, wenn man nicht alle macht? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Okay, versuchen wir das hier nochmal. Das kann nicht so schwierig sein. Okay, vielleicht ist es doch so schwierig. Lassen wir es einfach. Ich bin zumindest nicht gut genug dafür. Oh mein Gott, vielleicht bin ich einfach doch richtig gut da drin. Halt, damn, das war schon. Das war ein Move, Alter. Das war definitiv gerade ein Move. Schwupp. Okay. Geduld haben. Oh. Oh, du... Oh mein fucking Gott, so. Gebt mir die Gabel doch einfach. Macht es doch. Endet doch einfach mein Suffering, so. Weißt du, jedes von diesen Scheißdingern kommt auf die Plattform, aber natürlich das eine steht vor der Plattform. Warum halt auch nicht? Warum halt auch nicht? Kann man total machen. Okay. Das ist eine richtig schlechte Kameraperspektive. Okay, nächster Versuch. Meine Güte, Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, es müsste so sein, oder? Genau. Jetzt muss ich einmal hier lang, weil da eine rote Münze ist. Und dann muss ich irgendwie auf die andere Seite kommen. Wie auch immer das gehen soll. Anscheinend so. Oh mein fucking Gott. Ist er einfach so gut, wie es scheint, oder hat er einfach nur Skillwasser getrunken? Prost!
Jetzt kann ich aber auch die Münzen alle holen, ne? So, holen wir uns mal hier alle Münzen. So ganz entspannt einfach. So ganz gechillt. So ohne Eile. Außer wenn wir ertrinken, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Eile, aber... So, okay. Ach, Mikael, ich finde dich auch großartig. Freue mich, dass so viele Leute heute hier sind. Macht mich sehr glücklich. Ah, komm schon. So. Nicht in den Strudel. Okay, sehr gut. So 20 Münzen, Alter. Komm. Okay, 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 das ist fies. Hier ist nichts, ne? Hm. Dreihundertdreizehn Zuschauer, Mann. Das ist halt voll cool. So, das ist halt legit voll cool. Normalerweise sitze ich immer so bei 100 rum. Vielleicht liegt es auch einfach an den Spielen, die ich spiele. Oben am Rand laden erst sehr spät. Es gibt oben am Rand welche? Okay, los geht's. Kommunistik! Oder Commun... Doch. Kommunistik. Richtiger Name. Okay. Vielen Dank für dein Sub von den 3 Monaten vor allem. Wo düsen denn hier Münzen rum? Da waren sie. Shit, ich hab auf den Chat geachtet. Ach, da! So, 12 Münzen noch. Dann bin ich fucking glücklich. Jelly Envy! Freut mich, dass dir mein Video mal vorgeschlagen wurde. Freut mich, dass YouTube einfach endlich mal seinen Job macht, Qualität zu promoten. okay. So, ich habe nur das Gefühl, das wird jetzt schwierig. Oder? War? Ach, oh mein Gott. Oh Gott. Nein, nicht da rein. Was auch immer du vorhast, ist eine richtig schlechte Idee. Qualitätskamera. Einfach. Holy fucking shit, Alter. Hä?
Hä, hey, was ist los? Warum klebe ich so an der Wand? Komm schon. Meine Güte. Oh, was ist hier los? Das ist ja insane gerade. Dude! Wirklich, Alter. Nicht witzig so. Oh mein Gott. Karma-Göttin, danke für 22 Monate Treue, Alter. Und hier haben wir die letzten. 97, 98, 99 und fucking 100 so. Damn, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, Mädchen, sammel doch einfach den Stern ein, Alter. Ach. Far away from now, willkommen zurück. Ja, die Renderdistanz ist halt so Nintendo 64, ne? War der Stern da hinten? Hier oben? Ach, da vorne, okay. Gut, dann holen wir uns den, haben das auch geschafft. Dann, oh mein Gott, Walle, danke für 4 Euro, Mann. Sena, was geht ab? Ey, 70 Sterne. Oh mein Gott. Es fehlen halt nur noch 40. Nein, 50. Bis zum Ende. Du hast 70 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Nee. Leck mich. Wir haben hier noch ein Ding zu machen, glaube ich.